So, willkommen zurück bei Shadowcaster. So, mal schauen. Genau, ich habe wieder das Ganze leider laufen lassen müssen. Das dauert immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann bin ich wieder voll da. So, und wir bleiben mal bei dem guten alten Korn. Aber das Interessante ist auch. Oh, ja. Wollte es gerade sagen, man merkt schon, dass die Kämpfe bzw. die ganze Steuerung mittlerweile auch schon besser von Hand geht. Oh, vielleicht muss ich gleich türmen. Aber noch bin ich guter Dinge. Ja, sehr schön. Wir zaubern einfach Lebensenergie herbei. Das ist gar kein Thema. Das heißt, auch wir heilen uns. Oh. Ja, aber es ist interessant, wie gesagt, dass die Steuerung mittlerweile schon so verinnerlicht ist, dass man da immer, ja, sicherer wird. Sehr interessant eigentlich. Gerade wenn es immer wieder heißt, ich habe ja auch schon von Leuten gehört, die wollten Gothic oder Gothic 2 sogar nicht anspielen, weil die Steuerung ist so clunky, wie man so schön sagt auf Angelsächsisch. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Selbst denn, klar, am Anfang ist es ein bisschen so diese Eingewöhnungsphase, aber für gewöhnlich funktioniert das und dann hat man das Ganze auch drauf und verinnerlicht und dann. Okay. Das ist kein Teleporter, sondern ein. Vielleicht ein Plumpsklo, wer weiß. Hier sind wir also fertig. Ja, aber wie gesagt, die Steuerung, die erlernt man ja und das ist für mich dann immer nur so eine Art, ja, faule Ausrede fast schon. Teleporter. Denn man muss sich einfach nur damit befassen, ein bisschen beschäftigen und dann funktioniert das in der Regel eigentlich auch. Man muss nur wollen, wie es so schön heißt. So, der ist bereits auf dem Weg sonst wohin. Richtig. Eigentlich könnten wir jetzt spaßhalber auch mal wieder den Kollegen Mithatatze wieder zu Rate ziehen, denn der hat nur 20.000 Trefferpunktchen. Also ich gehe mal davon aus, dass das die richtige Art und Weise ist, dass man die Trefferpunkte, Quatsch, die Erfahrungspunkte so ein bisschen angleicht. Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich denke doch, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn man versucht, die Leute hier so halbwegs auf dem gleichen Level zu haben. Ach, die miese Sau hat mir die Zauberkraft gerade entfernt. Das heißt, da hätte ich vielleicht nicht unbedingt im Nahkampf stehen sollen. Das ist natürlich unangenehm. Das ist mehr als unangenehm. Soll ich das so lassen? Oder soll ich das mal reinladen? Scheißdreck, was mache ich jetzt? Oh, Entschuldigung. Ja. Wo ist denn der letzte Spielstand? Ach komm, dann laden wir dieser hier. War es, glaube ich. Retouren. Genau, voll Energie. Wie war das denn? Fertig ist die Rimrods Infanterie? War das so? Ich glaube schon. Ja, hier gab es ja nichts. Absolut. Ah, okay. Gut, dass ich nochmal. Oh, Lightning Wand. Okay. Ein Blitzstäbchen. Weil ich wirklich Lust hätte, den einfach mal die Hölle heiß zu machen. Frostwand, okay. Acid. Dry. Ice. Ah, Eis und Frost. Und das ist dann Lightning. Okay. Jetzt mal überlegen, 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 überlegen. Ich brauche mal eine richtige Waffe, dass auch der gute Kurt, wie gesagt, mal was machen kann. Teleporter wollen wir erstmal noch nicht benutzen. Ich möchte mich da hinten einfach weiter. Richtig. Würde ich mal sagen, wir wechseln trotzdem mal zur Miezekatze. Wie gesagt, die braucht ja auch ein bisschen was an Lebensenergie. Und hier kommt ja die Rolle. Und die sind jetzt nicht unbedingt so das Problem. Diese Bestien. Genau, das ist auch die Möglichkeit, dass das die sind, die in der Geschichte als die kaputtgeklatschten, die sich dann verwandelt haben. Weil das Ganze normalerweise auf freiwilliger Basis kurzzeitig passiert mit diesen Verwandlungen, weil es von den Göttern genehmigt wird sozusagen.
Und die Basies haben das hier an sich gerissen und gesagt, so, wir machen das Ganze... Oh, Moment. Jetzt mal schnell, zack, zack. Wir machen das Ganze, ohne... Ach Gott, jetzt hat's geruckelt und das laden wir neu. Sure. Return. So nicht. Der scheint aber ziemlich aggro drauf zu sein, der Kollege. Ist das ein Nahkampfkollege? Wirkt fast so, ne? Einfach mal nichts treffen lassen von dem. So, jetzt habe ich dich. Dich kriege ich auch noch, du kleines Zauberchen. So ist gut, das wird direkt gespeichert. Ja, ich weiß, wie lächerlich das aussieht. Aber ist jetzt wurscht. Dann würde ich sagen, versuchen wir einfach mal die Meet the Tatzen-Variante wieder. Gut. Ja, da wollen die Ersten schon Hallo sagen. Ich sage auch mal Hallo, und zwar gleich mit Schwert in der Hand. Zack. Eins, zwei... Ja, da brüllt die Miezekatze. Muss sie einfach mal aushalten. So. Wir brauchen nämlich auch ein paar Trefferpunkte. Ja, komm, hau rein. 22,2. Okay, 800 Treffer... Erfahrungspünktchen gab das hier. Nee, Schwachsinn, 1200. Ich hätte ja 2,2. Also für so ein paar... Oh, das hat ganz schön reingehauen. Ganz schön reingehauen hat das. Dann versuchen wir es damit. Wir heilen uns hoch. Ich schau mal, das dauert einen Moment. Okay. Ja, wir können auch als Diamant unterwegs bleiben, obwohl da haben wir keine Mana. Machen wir sowieso. Der dürfte ja ohnehin beides und ein ganz kleines bisschen zumindest auffrischen, passiv. Hier ist eine Krone verzeichnet, aber ich glaube, das ist einfach nur Deko. Jetzt gucken wir nochmal die Mappe an. Da ist ein großer Raum mit Teleporter, wo auch immer der hinführen mag. Ganz im Norden gab es nichts mehr. Aus dem Osten sind wir gekommen. Ich glaube, hier war der Eingang, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Da gab es nichts mehr. Dann gehen wir mal hier den Meter noch nach Norden. Da kann er nicht mehr allzu viel sein. Speichern trotzdem nochmal spaßhalber ab. Also das mit diesem Escape ist ein bisschen nervig, dass ich jedes Mal wieder darüber greifen muss. Weil ich doch auch mit dem Numpad hier spielen darf. So, schauen wir gleich mal, in was für ich mich da am sinnlosesten verwandle, falls es wieder zu einem Kampf kommt. So, bis einem schwindelig wird, einfach mal die Gänge entlang. Oh oh! Dann kommt die große Tretaktion. Oh, der haut aber nicht so doll rein, der gute Kurt. Wechsel zu Kauen. Heilung. Wenn wir jetzt direkt wieder zurückwechseln, hört es dann auf mit dem... Nein, tut es nicht. Okay, ich... bekomme auch so wieder die Lebensenergie, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass Kauen an sich weniger Lebensenergie hat und deswegen das jetzt nicht ganz so effektiv war. So, was ist das? Ein... Irgendwas oder nichts? Einfach nur Knochen, Splitter, Fragmente, wie auch immer. Scheinbar ja. Hier geht's wohl. Geht's da weiter? Ja, vor sowas möchte ich gerne immer abspeichern, denn ich weiß nicht, ob ich dann in den Raum komme, aus dem ich plötzlich nicht mehr zurück kann. Das wäre. Oh oh. Gut, dann wechseln wir direkt. Wie sich das gehört, hauen wir den im Nahkampf einfach weg. Ich denke mal auch, dass es so gedacht, dass das hier die Nahkampf-Miezekatze ist. Oh, und direkt einen Level-Up. Nicht schlecht. Das ist Level 13. Moment, wir waren doch schon in
Ah, okay, hier oben im Nordwesten waren wir, also von Level 12, oder? Von Level 11 aus kann ich dort oben und hier von Level 12 aus hin. Jetzt möchte ich aber erst noch die letzten Meter hier oben anschauen und dann den Teleporter mal benutzen. Einfach nur, dass alles mal seine Ordnung hat, wie sich das gehört. So, komm, zack. Kein Problem. Dann wieder zurück zum guten Kurtchen. Ja, Steuerung ist wirklich nicht das große Plus des Spiels, leider. Moment, hier sind wir in diesem Thronsaal gewesen. Ach komm, lauf doch. Die eine Ecke wirst auch noch mitbekommen. Auf, zack, hau rein, Junge. Ja, dann schauen wir mal hier weiter. Was haben wir hier? Müll, nehme ich an. Natürlich ist das Müll. Hier ist zerbrochenes Stäbchen. Auch hier zerbrochenes Stäbchen. Hier ist wieder der Eingang gewesen. Richtig. Karte sagt ja. Also speichern, dann den Teleporter benutzen, zu gucken, wo wir da rauskommen. Vielleicht kommen wir auch wieder in Level 13 raus. Das hoffe ich jedenfalls nicht, denn das könnte bedeuten, dass man da mehrere Anläufe braucht, um in dem Level weiterzumachen. Aber da ist ein Schwert unten. Okay. Und ein Bösewicht. Dann verwandeln wir jetzt wieder in den guten Kauen. Heilen uns, spaßhalber. Ach Gott, die Mistviecher schon wieder. Ja, die habe ich ja echt gefressen. Na? Ach Gott, er hat mich getroffen, glaube ich, einmal. Aber das war das letzte Mal, dass er mich getroffen hat. Hoffe ich. Wenn ich dann ihn jetzt besiegen kann, dann wäre das super. Ach Gott, dann eben im Nahkampf. Wenn es denn sein muss, dann eben so. Meine Kämpfe sind nicht so spannend, diese Fernkampfangriffe. Die machen nämlich sehr wenig Schaden, habe ich so das Gefühl. Diese Shuriken-Angriffe. Moment, kann ich die Rüstung aktivieren? Ne, kann ich nicht, okay. War nur so eine Idee, vielleicht hätte ich dann so einen kleinen Schutzpanzer oder was in der Richtung gehabt. So, wenn der jetzt gleich mal den Löffel abgibt, was hoffentlich wirklich gleich passiert, und zwar zeitnah. Wieso wurde ich zurückgedrängt? Nein, du hörst auf zu fliehen. Ach Gott, der nächste. Gut, dann muss es sein. In den Nahkampf. Halbe Energie haben wir noch. Schlechte Idee. Ja, diese brachiale Variante funktioniert nicht so richtig gut. Wir heilen uns weiter hoch. Vielleicht sollte ich wirklich einfach mit der Miezekatze mich hier hinstellen und sie alle kaputt schlagen im Nahkampf. Vielleicht wäre das mal eine Maßnahme. Oh. Kann ich das eigentlich addieren? Offensichtlich. Also wenn ich dreimal drauf drücke, habe ich wahrscheinlich wieder volle Energie. Gut, dann fahren wir zurück, werden zur Miezekatze und haben jetzt den Tiger im Tank. Schaden ist ja überschaubar. Bleib stehen, du Lump. Tschüss. So, wer will noch nicht? Warte noch mal. Du hier, zack. Du Frechdachs, bist doch schon mit leerer Energie, mit wenig Energie davongekommen. Oder regenerieren die vielleicht? Ist das eine Möglichkeit? So, tschüss. Das ist ja ganz schön frech. Und was ist mit diesem Horn? Kann ich das einsetzen oder muss ich das irgendwo? Oder muss ich es benutzen oder wie oder was? Fragen über Fragen. Moment. Okay. Moment, wieso ist das auch Level 12? Ah, jetzt sind wir wieder oben und im südlichen Teil gelandet. Ich verstehe. Ach, guck mal. Da möchte einer Ärger.
Den kann er haben. Den kann er wirklich haben. Oh, das sind sogar zwei von der Sorte. Ich treffe doch, hoffe ich. Genau. Das Trefferfeedback ist gegeben. Hin und wieder, also offenbar mache ich Schaden. Mache ich also alles richtig. Komm schon, hau weg, die Scheiße hier. Ja, also offensichtlich, schadenstechnisch ist das alles immer so ein bisschen sehr zufällig, habe ich so das Gefühl. Ja, ja, so ist das. Sonst? Ich treffe ihn aber schon, oder? Vielleicht. Nee, wir bleiben dabei. So. Weißt du, dass mal mehrere Treffer gelandet werden können? Nee? Gut. Dann versuchen wir es einfach so weiter. Vielleicht ist es auch ein besonders starker Gegner, das kann ja auch sein. Hier wieder ein Teleporter. Sollte ich mir einfach mal aufschreiben, aber. Naja. Die Sonne ist aufgegangen, ich sehe so viel. Mit der kann ich doch garantiert interagieren, oder? Vielleicht das Horn? Nein. Das war falsch. Gut, dass ich noch wiederfinde. Braunes Hörnchen auf braunem Boden. Nicht so gut. Wir speichern. Also Brust brauche ich speichern, oder? Eigentlich. Hauptsache ich speichere überhaupt. So, jetzt gucken wir uns die Karte mal an. Nach Norden haben wir den Teleporter und hier nach Osten ist da noch was. Ja, Gegners. Also wie gehen wir da? Ich würde sagen, wir gehen wieder standardmäßig vor, schnappen uns das Schwertchen, kommen einfach von der Seite, wenn es denn gelingt. Bitte springen, genau, vielen Dank. Ich benötige, dass diese komischen blauen Mistfinken. Ach, was hat uns verarscht? So wie zum Thema, die KI hat nichts drauf. Okay, das ist tatsächlich komplett dahergekommen. Ja, vielleicht mal näher ran. Gut, dann Holzhammer-Methode. Schlag, Schlag. Richtiges Timing ist vonnöten. Weil aufladen kann ich die Schläge ja nicht. Hallo? Bitte mal umnieten, den Kollegen. Mhm. So ein dummer. Ja. Ah, Mann. Ich drück drauf, aber es ruckelt halt. Ah, da kriege ich schon wieder zu viel bei so einer Scheiße. So. Dieses Gewürfel ist halt richtig nervig. Okay, ich bewege mich, ohne dass ich was mache. Auch nicht schlecht. Kann ich, darf ich mich wieder bewegen? Ja, ist es. Nee, darf ich nicht. Okay, ich bewege mich standardmäßig. Vielleicht habe ich beim Laden was gedrückt. Das ist natürlich auch möglich. Höchst vermutlich. Nee, beim Umwandeln vielleicht. In die Kreatur. Gut, dann. Jetzt Nägel mit Köpfen, hau weg die Scheiße. Drauf. Genau, zwei gehen rein, einer geht raus. Das bin hoffentlich ich, ansonsten lade ich nochmal. So. Junge, Junge, nervig. Was haben wir hier? Ah, okay. This book tells of pools of magic water that refresh a being's power. One such pool is set to be located in the north. Side of this castle. Also dieses Buch, ja, hier geht es halt um magische Gewässer, die, oder Wässerchen, die, die Power, also das wahrscheinlich die, das Mana, wieder auffrischen. Und einen dieser, Tümpel oder dieser Pools, wie kann man das nennen auf Deutsch? Hm. Dieser Becken befindet sich im Norden dieses Schlosses.
Und wir schauen einfach mal auf die Mappe. Das ist korrekt. Das heißt, wir können es tatsächlich da reinstellen, haben da wieder frisches Mana. So, hier ist ein Teleporter. Ich hoffe mal, dass der uns wieder zurückbringt, dorthin, wo wir hin müssen. Jo, genau. Versuchen wir das einfach mal. Ist das der auch wirklich? Genau. Ich schätze mal, der wird uns dann nach dahin teleportieren. Wieder in den Hauptbereich. Aber nicht, dass da dann Basies auf uns warten. Weil wir irgendwas aktiviert haben oder sowas. Das wäre natürlich fatal. Das wollen wir nicht. Deswegen... Was machen wir da? Ach egal, wir rennen einfach durch, wenn was kommt. So, wir befinden uns auf der Rückseite, genau. Dann bitte in den Norden. Dann schauen wir mal, ob das stimmt, was dort erzählt wurde, oder ob das dreckig gelogen ist. Dafür zuerst... Doppelklick. Mhm. Ja, doch, da füllt sich einiges wieder auf. Und wir sind wieder voll da. Finde ich gut. Finde ich gut. So, ich stehe im Gewässer. Und ich fülle Mana wieder auf. Korrekt. Gut, dann warten wir jetzt einfach mal eine Minute ab. Trinken so lange einen Schluck Kaffee. Kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln. Man kann hier links oben den Fortschrittsbalken beobachten. Ist auch mal spannend. Jedenfalls geht das wesentlich schneller als... hier eine Viertelstunde dumm rumzustehen und zu warten. So. Ja, da geht sogar noch ein Schluck. Hervorragend. So, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Dann wird das Ganze mit voller Energie abgespeichert. Im Moment, da brauche ich das Buch ja nicht mehr, oder? Book of Lefar. Eigentlich schon. Vielleicht muss man das irgendwo ablegen. Wir speichern wieder auf dasjenige, welche hier gesichert ward. Ah, genau. Bisschen schade, dass hier auch nicht dieses typische Garriott möchte gern Mittelenglisch. Wie hieß das noch? Nicht Mittelenglisch, New Modern. Ach shit, wie hieß das noch? Hab doch alles mal gelernt. Egal. Kein Interesse, also weiß ich es nicht mehr. Gut. Dann kann ich den Teleporter... Moment. Der Teleporter hier im Süden hat mich ja dann... Genau, das teleportiert mich auf die andere Seite. Richtig. Das brauche ich dann also nicht mehr. Dann ging es standardmäßig hier weiter. Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Ach, es hängt wieder an den ganzen Ecken. Und ja, egal. Gut, weiter im Text. Wo war noch gleich der Teleporter? War der nicht hier irgendwo? Oder waren das die Treppen nach unten? Ja. Dann benutzen wir einfach die Treppchen. Trepp ab geht's jetzt. Schwert ausgepackt und Attacke. Ja, das ist jetzt ungünstig. Ich sehe so viel, weil Sonne knallt voll auf den Bildschirm. Ich das hasse. So, hier sind wir hergekommen. Ach ja, Miezekätzchen kämpft gegen kleines... obwohl, das sieht gar nicht so aus wie... Das sieht doch aus wie eine Ratte, oder? So ein Rattling wird das sein. Och, nett. Ach komm. Wir brauchen ja die Erfahrungspunkte. 32.000. Eigentlich ist man ganz gut dabei, so. So gesehen. Na gut, jetzt kommen sie eh in den Nahkampf, dann müssen wir ja. Da bringt uns das kleine Freundchen ja nicht viel. Korn. Gut. Eine ganze Horde von denen. Keine Chance, wir sind stark genug, hoffe ich. Wir sind gut gepanzert. Jetzt lassen wir es mal ein bisschen regnen. Also wenn einer gut trifft, dann sind das immer drei Treffer. Wahrscheinlich ist deswegen auch diese super starke Nahkampfangriffs Mietzekatze. Und vielleicht sind es wirklich einfach nur Treffer. Punkte, die dann
Also nicht direkter Schaden, vielleicht sind es irgendwie 1, 2, 3 oder so Treffer, wäre ja auch eine Möglichkeit. Quatsch, Schadenspunkte pro Treffer vielleicht ein. Und mit diesem Shuriken kann man immer die einzelnen machen, mit dem hier Wischer 3 auf einmal. Vielleicht ist das Rätsels Lösung. Ja, diese ganzen Mana-Tränke. Und hier geht's gerade weiter. Da hätte das der nächste. Okay. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so eine Turret-Section, dass ich mich irgendwo hinter ein Geschütz klemme und dann kommen hunderte von den Viechern. Na komm. Von hinten greift keiner an, okay. Dann wechsel das durch einmal. Schau mal, wie weit ich mit einem Mal heilen komme. Reicht das? Volle Energie? Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann behalte ich die noch ganz kurz einen Moment und kämpfe vielleicht mal ein. Oh! Das sieht nach dickem Bösewicht aus. Moment, das speichern wir erstmal ab. Nicht, dass. Ja, bist du sicher? Jawohl. Zurück. Eigentlich könnte ich dann auch direkt mal den Acid Wand probieren. Der sieht nämlich aus, als ob der ein bisschen mehr verträgt, der Kollege. Okay, All of Power, das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir denn noch? Ice Wand hätten wir hier, da haben wir Lightning. Okay. Der sieht nämlich aus, als ob er ziemlich böse ist. Und mein Inventar ist hier sowieso voll, also können wir mal schauen, dass wir alles Mögliche, was wir haben, raushauen. Und der scheint wirklich einiges auszuhalten, der Kollege. Als nächstes würde ich sagen, kommt dann die Ice Wand dran. Vorher gespeichert haben wir, okay. Jetzt kann es dann langsam mal. Ah, da geht er auch zugrunde, sehr gut. Oh, Steuerung. Aktivierst du Affe? So, bitte mal weghauen, den Kollegen. Komm, zack, zack. Was ist mit dem los? Das hat kräftig gefrühstückt. Gut. Das wird auf jeden Fall mal gespeichert, denn der Kampf, die Schlacht gegen das Riesenvieh war erfolgreich. Ja. Und wir haben wohl noch ein paar Ladungen im Lightning-Stäbchen drin, deswegen behalten wir es einfach mal. Kriegen wir gerade ein bisschen aufs Mäulchen, aber das macht nichts. Ah, der hat den Stab fallen lassen, schätze ich mal. Staff of Power. Okay, finde ich sehr gut. Und? Obelisk-Tipp. Okay. Scheinbar muss ich... Obelisken-Spitze. Gab es irgendwo einen zerbrochenen? Ah, okay, da ist einer. Das heißt, er hat es hier abgenommen. Der ist ja ganz schön fies, ne? Das bedeutet aber dann, dass wir die nächste Form erhalten in Kürze. Schauen. Ja, da geht es tatsächlich in alle Richtungen weiter. Ja, ich würde sagen, das setzen wir einfach mal ein. Bekommen wir hoffentlich die neue Form. Due to your actions, the gods will grant you the form of the Opsis, a magical race with many powers. Now find and restore the Tree of Life in the Mines. Okay. Also durch meine, meine Tätigkeiten haben die Götter nun die Form von Opsis, ne? Opsis, Optical, Auge und so weiter. Eine magische Rasse mit vielen Fähigkeiten, magischen Fähigkeiten nehme ich an, many powers. Jetzt muss ich einen Weg finden, den Baum des Lebens in den Minen wiederherzustellen. Aha, also erstmal zum Baum in den Minen finden und dann wiederherstellen. Läuft. Ah, dachte ich mir doch. Ein Auge. Können wir jetzt fliegen? Ja. Aha, okay, wir schweben, wie man sieht, auf und ab. Sind wir eins von diesen komischen Viechern. Was ist das? Zeit langsamer? Genau. Schaue ich gerade mal, ob das sich regeneriert.
das Magie kostet, den zu erhalten. Auf jeden Fall haben wir dort eine... wahrscheinlich einen ganz normalen Angriff. Eine Todeswolke oder sowas. Todesangriff. Und Karte aufdecken, schätze ich. Was genau ist das? Du kannst ja Spaß haben, mal einsetzen. Karte. Ich habe irgendwo hingeschossen und... aktiv... Hä? Was ist das? Tentakel, was ist das hier? Aha, der Angriff, der normale. Und das ist... ah, Feuerangriff mit drei Geschossen. Das ist ein wohl Frostangriff, so wie das hier aussieht. Mit dem Geglitzer und den Eis-Dingens. Aber was ist jetzt mit der Karte? Decken wir die gerade auf oder haben wir jetzt eine größere Reichweite? Ich möchte mal da hinten rein. Hinter mir ins Eck in den Nordosten, bitte mal. Bin ich so langsam oder habe ich irgendwie... was ist denn das für ein Ding? Oh, okay. Ein ganz kleines wenig langsamer ist der Kollege unterwegs. Ja, ich habe die... ist es noch aktiv? Nee, ist es nicht. So, jetzt habe ich es aktiv. Ah, okay. Jetzt warte ich mal ganz kurz einen Moment ab, um zu schauen, ob das Ganze sich ja wieder zurück verwandelt. Jetzt sehen wir das Ganze. Haben wir die Karte jetzt aufgedeckt? Wenn ich da hinten hinschieße, Moment, im Süden. Genau, im Süden. Einfach nach Süden feuern und gucken, ob das da hinten dann funktioniert. Jetzt habe ich in die Wand gedrückt. Nein, so funktioniert das nicht. Dann schweben wir mal so schnell wir können nach da hinten. Das ist noch aktiv. Ah, 1, 2, 3, 4 Felder vor uns. Ich bewege mich noch ein Feld vor. 5. Okay, also haben wir 4 Felder um uns rum, sehen wir jetzt die Karte aufgedeckt. Okay. Ich schätze mal, Kampf... oh, das zieht aber gut was ab. Kampftechnisch ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ach ja, jetzt haben wir wieder was zum Aufleveln. Besonders schnell ist der Kollege aber leider nicht. Das ist ja fast schon eine Strafe, mit dem hier durch die Gegend zu latschen. Gut, dann schauen wir mal, was das hier ist. Ist das irgendwas? Nein. Knochen. Oh, es soll wohl eine Folterkammer darstellen. Und hier eine Lagerhalle. Tritt. Tritt zu ordentlich. Nee, bringt nichts. Finde ich schade. Da nichts zu holen ist. Oh, was ist das? Wo gibt's das noch mit den... Moment mal, wo ist das mit den... wo man einen Kelch hat und dann die Zahl der... der Kristalle oder sowas geben an? Ist das Lands of Lore? Wo man relativ früh so einen Kelch bekommt. Heilkelch. Chalice of Power. Was auch immer Chalice of Power... sein soll. Und das muss man ja zerstören, da haben wir keine Möglichkeit, das alles zu öffnen. Und der Kampf gegen die Kiste ist erfolgreich. Kristall des Lichts und... oh, sehr schön. Bitte seine Waffe. Seine Waffe? Corn Sword. Verdammt. Für den dummen Korn. Gut, dann wechseln wir zum guten Korn. Ist ja gar nicht dumm, ist ja gut. Aber gut. Aber ich bin in Nahkampf? Na gut, dann lassen wir ihn trotzdem die Rüstung, weil er ist ja sowieso so eine Wurst, die nicht viel aushält. Dann bekommt er jetzt wieder die Nahkampfgeschichte. Ja, jetzt müssen wir halt mit dem Opsis auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Aber jedes Mal wieder zurück. Kann ich das eigentlich weiter rein- und rauszoomen? Nee, ne? Leider nicht. So. Kann man das nicht anders? Wenn ich es mit dem Pfeiltasten steuere, kann ich zumindest Sachen gleichzeitig machen. Das funktioniert mit den... doch. Also halbwegs funktioniert das schon.
wir verwandeln uns in Opsis. Was mich auch mal interessieren würde, ist, ob wir, wenn wir diese Mehrfachangriffe einsetzen und dann im Gegner selbst drinstehen, wie wir es hier schon bei Might and Magic hatten mit diesen Feuerwellen und so weiter, ob das dann auch alle Geschosse in den Gegner reindrückt. Das wäre nämlich dann wesentlich effektiver als dieser einzelne Schuss, nehme ich mal an. Gut, wir sind hier auf jeden Fall durch, haben alles Mögliche platt gemacht. Also vielleicht sind wir jetzt dann in den Minen, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Auf die Plätze, fertig, los. Das sieht aber wieder aus nach Level 7. Okay, da waren wir ja schon. Da haben wir diesen Skelettmark hier das letzte Mal, glaube ich, platt gemacht. Naja, hat eine Weile gedauert. Und wie gesagt, ich habe sie dann danach nochmal mit den Zauberstäbchen probiert. Okay. Ah, Opsis mit Eisschuss. Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Oh, sehr gut. Der überragende Intellekt zeigt sich wieder. Ah, jetzt kann ich auch... Oh, oh. Oh, sehr gut. Und direkt einen Level-Up. Ja, man merkt, mit dem geht das so ein ganz kleines bisschen schneller vonstatten, die Kämpfe. Hm. Richtig, und hier ist jetzt auch wieder das dumme Vieh. Diese komischen Nahkampf-Kollegen. Wieso ist das so schnell gegangen? Ist er vielleicht der bessere Fernkämpfer? Ist das möglich? Also möglich ist es, klar, aber ist das der Grund? Denn der komische Korn, der hat ja wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um einen Platz zu kriegen mit dem Ding. Okay, das ist nicht schlecht. Return, ja. Ich, gut, wir schauen gleich mal. Denn ich hoffe mal nicht, dass jetzt noch mehr von diesen komischen Viechern auf uns warten. So, jetzt sind wir aus dem Nordosten gekommen. Haben jetzt die Möglichkeit, Feuer zu löschen. Aber ganz am Anfang, im ersten Level, haben wir das Ganze hier schon beseitigt. Genau, als wir oben die komischen Runen dort abgeschossen haben. Hier waren wir ja bereits. Und hier wurden... Hier haben wir, glaube ich, genau, hier haben wir Korn bekommen. Ist das richtig? Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern. Genau, jetzt mal schauen, ob der auf der Seite... Nein, die Teleporter sind noch nicht erschienen. Auch hier haben wir jetzt nur einen der ganzen Teleporter. Interessant. Das heißt, wahrscheinlich kommt man hier in die Zitadelle dann mehrfach. Und dann vielleicht aus der Richtung, dann aus der Richtung, dann aus der Richtung. Denn hier waren wir auch noch nicht. Genau, da gab es noch nichts zum... Kommt man nicht durch. Wahrscheinlich ist es in anderen Orten auch so. Gut. Das heißt... Dann... Oh, okay, doch nicht. Eine neue Melodie. Ein neues Teilset, wie es auf Deutsch heißt, auf Neudeutsch. Dann speichern wir das einfach mal. Weil wir jetzt... Oh, ganz oben können wir auch mal speichern. Dieser Speicherpunkt war übrigens kaputt. Beim Laden kam irgendwas mit Draw Image oder sowas, oder Draw Pick. Das hat wohl nicht funktioniert, das Bild zu laden. Rote Bombe. Kann ich die dann werfen? Ich will es hoffen. Ich würde sagen, der erste Gegner, an dem wird es gleich mal ausprobiert. Ist das eine Tür oder ist das nur eine hölzerne Wandtextur? Das kann natürlich auch sein. Was ist das? Na, was sind Fernkämpfer? Ach, so ein Steinmännlein. Interagieren. Guten Tag. Er attackiert mich nicht. Gut. Ich hoffe mal, das bleibt so. Blaue Bomben, rote Bomben. Eine blaue und eine rote Bombe mit. Aber ich habe noch den Broken Key. Die Frage ist, ob der wirklich broken ist oder ob ich den noch einsetzen... Okay, das sieht jetzt eher nach Bösewicht aus. Ja, scheint auch... Oh, gut, jetzt habe ich die Bestätigung. Bombe abgeworfen. Die Hand nehmen und Feuer.
kurz. Naja, wenn sie nur dumm rumstehen, dann nutzen wir das natürlich wieder mal aus. Und vernichten, was da kommen möge. Hat er gerade gezuckt, weil er abhauen möchte. Oh, die halten aber einiges aus, die Viecher. Ja, und jetzt flieht er. Dann machen wir den hinten erstmal kaputt. Kann einen Moment dauern, aber das kennen wir ja nicht anders. Oh, die haben aber echt Energie, kann das sein? Vielleicht erstmal den hier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht unbedingt die richtige Art und Weise ist, wie man das hier angeht. Oder vielleicht ist einfach der Shuriken schon, hat schon ausgedient, weil wir schon auf Level was weiß ich wie wir sind. Und den gab es ja in Level 1 oder so. Genau. Tja, also irgendwie... Spannend ist das nicht, oder? Aber da müssen wir wohl durch. Also irgendwie macht das so nicht ganz so viel Spaß. Ich könnte wieder zum Obsis wechseln und den... Aha. Oh oh. Da hat er mir kurz mal einen Schrecken eingejagt. Mal so schnell wie es. Oh, hat mich sogar erwischt. Ah, da greift er wieder an. Was hat denn der? Ein Flegel oder eine Peitsche? Was hat er da? Sieht aus wie so ein Dreschflegel, aber könnte. Und der linke ist ja jetzt wirklich hier. Da ist er wieder, der komische Steinkollege. Ich möchte mal versuchen, die nicht zu attackieren. Also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass dieser Shuriken ausgedient hat. Das ist irgendwie nicht so ganz zielführend, habe ich so das Gefühl. Wieso mache ich denn keinen Schaden mehr? Gerade eben meinte ich noch, ist der Korn wahrscheinlich der Fernkampf-Spezialist. Quatsch, der Korn, der Kurt. Kurtchen... Das war eine schwere Geburt. 5 Minuten Kampf für 3 dumme Gegner. Dom, dom. Naja, so spannend und heldenhaft war dieser Kampf jetzt auch nicht. Wie die Fanfare am Schluss noch, wie die Fanfare meint, uns einbläuen zu wollen. Jetzt wollen wir doch mal mit ihm reden. Geht das denn? Also sie greifen zumindest nicht an. Dann sind sie wahrscheinlich nicht ganz so böse. Oh nein, nicht schon wieder so ein Affe. Gut, dann muss es sein. Auf in den Kampf als Miezekatze. Na, der Schaden ist durchaus non-existent, finde ich gut. Hoffentlich mache ich aber ordentlich Schaden. Ah ja, okay. Also die müssen wir im Nahkampf verdreschen, weil diese komischen Shuriken-Geschichte einfach nichts mehr bringt. Okay, gleich 2 von der Sorte. Macht nichts. Aber bitte nicht gleichzeitig, das wäre ganz günstig. Dann kann ich euch nämlich einen nach dem anderen kaputt klatschen. Ja, ja. So. Guten Tag. Ja, Lebensenergie ist in Ordnung. Dahinter wartet schon mal der nächste. Ja, ist ja gut. Jetzt macht es nicht so dramatisch. Okay, da ist wieder so ein kleines Steinmännlein. So. Gut, es ist nur er. Das kriegen wir hin. Ich würde gerne mal zum Korn wechseln und zu schauen, ob der vielleicht bessere
Nein, ob der jetzt auch mit seinem Schwertchen mal ein bisschen Schaden austeilen kann. Komm. Könnte man eigentlich mal machen, ne? Ich würde sagen, ich verpasse ihm erstmal ein paar. Dann wechsle ich mal zu Korn. Oh, das kriegen wir wieder drauf, okay. Oh, schlechte Idee. Lauf! Lauf, Minion! Gut. Versuchen wir es gleich nochmal. Zack. Hoffentlich macht er mal Schaden. Ah, rennt. Genau. Jetzt bist du dran, Junge. Oder auch nicht. Oh, du dummer Korn. Mann, ist der Korn ein Holzkopf. Okay. Ich habe jetzt ein paar Minuten nicht gespeichert. Aber das macht nichts. Jetzt wissen wir, wie es geht. So. Tag, komm's ran. So, jetzt gibt's hier mal richtig schön Backenfutter. Gut. Einen im Sack. Was ist der nächste? Da hinten. Oh, aufpassen. Schöne Reihe nach. Halt! Wir müssen doch eigentlich... Ja, eigentlich. So, einmal und zweimal. Sehr gut. Not enough powers. Bleib stehen, du Lump. Oh, spannend. Das hat so ein bisschen was von... Ja, nee, ist klar. Der bescheißt doch. Können wir denn... Können wir auch so ein bisschen bescheißen? Indem wir nach vorne und... Straven vielleicht? Dich kriege ich noch. Bin fast da. So, isch. Okay, ran out of power. Nerv mich jetzt nicht. Ich bin hier am Arbeiten. Moment. Oh, pass auf, Junge. Ach Mann, aktiviert. So, jetzt kriegt die Flüssigkeit. So. Vollgas. Zack. Sehr schön. Denn der braucht natürlich auch mal ein paar Trefferpünktchen. Aber mit dem zu kämpfen ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Jo. Speichern das Ganze einfach nochmal ab. Und verbraten dadurch dann leider die ganze Energie. Wo sind wir eigentlich? Auf Level 14. Hä? Wieso kann ich nur noch Level 7 und 14 ansehen? Ich weiß es nicht. Jetzt werden wir in den Gegner reinfliegen und dann... oder schweben. Das hat nicht so gut funktioniert. Hm. Out of powers. Ja, das ist irgendwie doof, oder? Ah, jetzt kommt die Geschichte wieder. Bitte nicht. Ja, aber das war dumm. Jetzt hat natürlich der Obsis die Energie nicht bekommen, die Lebensenergie. Hm. Okay. Dungeon Master bzw. Grimrock lässt grüßen. Oh, wir sind sogar wie tot. Lauf, Junge! So. Also mit kleinen giftigen Pilzen haben wir jetzt auch wieder zu kämpfen, natürlich. War ja irgendwo abzusehen. Die lassen uns nicht durch. Ganz schön frech. Ach, Kollege, lass mich raus. Lass mich gehen. Ich möchte ihn ungern umholzen, aber ich werde es tun. Wenn ich denn muss. Hm. Ja, irgendwie habe ich da keine guten Möglichkeiten. Das heißt dann, ich muss mal schauen, wie komme ich denn schnell zu diesem Schlösschen, einfach nur für die
Ach, Mann, lauf, Junge. Also die Steuerung ist halt wirklich ein Krampf. Oh, oh. Deswegen gibt es nur 7 und 14. Wir haben ja keine Möglichkeiten, uns nach oben zu bewegen. Ist das richtig? Und man kann auch über die Kollegen nicht richtig drüber springen. Könnte denn Obsis drüber fliegen? Das ist die Frage. Kann ich da irgendwie nach oben... okay. Sehr gut. Das heißt, ich kann die Höhe bestimmen, in der ich fliege. Moment. Dann habe ich eine Idee. Das heißt, ich gebe dem hier die ganzen Bomben. Komm, Kollege, mach. Mach hinne. Das heißt, er bekommt der die alle in die Hand gedrückt. Jetzt schnell wieder raus. Jetzt mal gucken. Hier nach rechts können wir noch und dann nach oben. Und da waren wir schon. Na, da wieder in den Hauptraum, genau. Dann laufen wir doch mal als er durch die Gegend. Stimmt, bei Obsis muss ich noch schauen, was die ganzen Zaubersprüchlein denn bringen. Diese Totenschädel würde mich zum Beispiel mal brennend interessieren, was das für Zauber sind. Das wird ja leider nicht erklärt. Oh. Ne, dann müssen wir wieder schnell zu Korn wechseln und uns hochheilen. So, lassen wir mal kurz ihn noch drin, denn er regeneriert ja auch passiv. Oh, Dickerchen kommt. Wie bekämpfen wir den am sinnlosesten? Mit Mietertöpfe. Genau, das ist wirklich das Maß aller Dinge hier, schadenstechnisch. Na wohl, Obsis haut ja richtig rein, aber wir haben dafür keine Mana. Und offenbar komme ich nicht zurück, um mich schnell mal hochheilen zu lassen. Das heißt, jetzt kommt wieder Trick 17, sprich, ich muss gleich, wenn ich ein Päuschen einlege, das Ganze so machen, dass ich, ich kann jetzt nicht mal zu ihm wechseln, dass er die Bomben einsammelt, der Obsis. Aber dass man die Sachen nicht hin und her wechseln kann, verstehe ich nicht so ganz. Kann ich das dann einsehen? Ich würde eben gerne einen Gegenstand so aufnehmen. Mit Rechtsklick, noch mit Rechtsklick. Rechtsklick und Linksklick. Rechtsklick und Rechtsklick aufs Gesicht. Rechtsklick, Linksklick. Nö. Daneben klicken. Ist auch nicht das Rätsel, ist Lösung. Gut, ja, da muss ich jetzt einfach mal hier wieder ein Päuschen einlegen. Dann sieht man sich gleich wieder. Das war auf jeden Fall wieder mal Shadowcaster. Das nächste Mal geht es dann weiter hier in den Minen. Ich komme leider nicht mehr hoch. Deswegen müssen wir uns hier erstmal wohl durchboxen. Ein paar von diesen Riesenviechern platt machen, diese Stirnnacken mit Flegeln. Diese Flegel. Und dann uns noch ein bisschen durch diese Pilzviecher knüppeln. Die waren ja auch im Norden, glaube ich. Genau, hier im Norden scheint irgendwo Pilzgebiet zu sein. War ja nur eine Frage der Zeit, dass sowas noch kommt. Ich warte noch auf die ersten Schleimgegner. Die dürfen ja eigentlich auch bei sowas nicht fehlen. Naja, gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es war ein bisschen interessant. Daumen und Kommentare natürlich immer wieder gerne gesehen, auch konstruktive Kritik oder in dem Fall hier vor allem Hinweise, was kann man besser machen, was mache ich falsch, wieso sind die Shurikens so schwach, ist das eine spezielle Waffe für einen speziellen Charaktertyp, ich raff das einfach nicht, also da bitte mal die Informationen oder auch gerade wie man Gegenstände von A nach B transportiert, ob das geht oder ob ich mal alles hinlegen muss, damit dem anderen Charakter aufnehmen muss, ob es dann einen sinnvolleren Weg gibt, das wäre auch nicht schlecht. Naja, gut, das, wie gesagt, war Shadowcaster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.